Herzlich willkommen, liebe Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal Crypto Night Owl. Wir widmen uns heute dem Thema Solana. Mich haben einige Nachrichten erreicht, weil ich ja immer nicht so der Solana-Freund bin in meinen Videos. Trotzdem investiert bin, kann Solana vierstellig gehen im Bullrun. Diese Thematik klären wir, welches Potenzial hinter Solana noch schlummert. Und wir gehen nochmal auf Casper ein. Ich weiß, in letzter Zeit mein Kanal ziemlich Casper-lastig, aber ohne Flax, diese Kryptowährung müsst ihr auf dem Schirm haben. Da erwartet uns sehr, sehr viel Potenzial und extreme Kurse im Bullrun. Um nichts mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke. Bing, bing. Immer sehr wichtig. Kommentar, Like, versteht sich von selbst. Wie gewohnt nach dem Intro. Peace. Crypto Night Owl, Mann, ich wach über den Markt und geb Alarm, doch bekomm nicht gleich einen Herzinfarkt. Analysier den Bitcoin sowie Ethereum. Ich halte es für eine Chance, andere halten uns für dumm. Gehen wir direkt rein, liebe Freunde, wie ich mich immer so reindrehe, einfach geil. Die Crypto Heatmap, alles schön im Grün, perfekt zum Wochenende. Da macht es doch Spaß, ins Portfolio reinzuschauen. Ich muss ehrlich gestehen, in den letzten Tagen natürlich, wenn es so schön wächst und grün wird alles, bin ich da auch mehrmals täglich drin und freue mich da. So soll es doch auch mal sein und das genießen wir einfach. Wir widmen uns heute Solana. Wenn wir uns den Chart angucken oder besser gesagt, wenn wir uns auf CoinMarketCap die Verteilung der Kryptowährung ansehen, dann schnuppert Solana so langsam an XRP. Er ist in Lauerstellung, sind immer noch ein paar Milliarden, die da dazwischen liegen von der MarketCap, aber trotzdem Solana arbeitet sich hier Stück für Stück nach oben. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Solana-Freund, weil da in Vergangenheit, in der Zukunft wollte ich sagen, man weiß nicht, was in der Zukunft kommt, viele Netzwerkausfälle waren, die ganze Sache ziemlich überlastet war und das geht für mich ehrlich gesagt im Blockchain-Bereich gar nicht, dass die Chain da mehrere Stunden offline ist. Von daher persönlich investiere ich gerade nicht in Solana. Mein DCA ist ganz okay. Da muss Solana für mich erstmal wieder ein bisschen zeigen, was in ihr steckt. Und sie ist nun mal mit die schnellste Blockchain, die wir auf dem Markt haben. Solana, wer sich daran erinnern kann, wurde ja 2021 vor dem Bullrun im Bullrun als Ethereum-Killer angepriesen. War da echt auf einem guten Weg. Relativ jung diese Blockchain noch. Trotzdem das Entwicklerteam dahinter immens groß und gerade die DeFi-Sparte, in der DeFi-Sparte zeigt Solana extremes Wachstum. In ein solides Portfolio gehört für mich auch Solana rein, auch wenn ich nicht der größte Fan bin. Wir gehen hier unten gleich mal auf das Fazit ein aus diesem Artikel und dann widmen wir uns dem Chart. Fazit: Technologische Vorteile von Solana sind nur ein Faktor. Solana wird von der FTX-Pleite und fragwürdigen Unterstützung in der Geschichte begleitet. Die Psychologie der Märkte wird für die Zukunft von Solana eine mitentscheidende Rolle spielen. Und Beobachter erinnern sich, als Solana DeFi 2021-22 boomte und das Hauptargument Skalierbarkeit damit getestet wurde, kam es zu wiederholten stundenlangen Netzwerkausfällen. Von solchen Belastungsproben ist Solana derzeit noch weit entfernt. Ja, momentan alles ein bisschen noch im Bärenmodus. Und der Beiname Ethereum Killer insofern nur ein Buzzword. Grüße gehen raus an Buzz, B-U-Z-Z. Also das sehe ich genauso. Gucken wir uns mal den Chart an. Die letzten 7 Tage 5%, der letzte Monat 42% nach oben gegangen. Maximum Supply unendlich. Das heißt, es können immer wieder neue Solana Token auf den Markt geschmissen werden. Mit der Maximum Supply, da sind immer so viele, ja, das kann beliebig nachgedruckt werden, aber ist doch egal. Das, ja, in manchen Protokollen, in manchen Blockchains ist das einfach notwendig und gerade bei Solana ist das der Fall. Das heißt doch nicht, dass der Preis da nicht steigen kann oder dass irgendwas Negatives sein muss. Und wir sehen uns mal das All-Time High an. Das war bei 260 US-Dollar am 6. November 2021. Von da aus sind wir jetzt 76% im Minus. Und das All-Time-Low, das muss man sich auch mal überlegen, von 50 US-Dollar-Cent, das sind 12.194%, die Solana dann bis zum All-Time-High von
260 Dollar gemacht hat. Das ist schon unglaublich. Von diesen Prozenten können wir uns auf jeden Fall verabschieden. Trotzdem halte ich es für absolut realistisch, dass sich etablierte Kryptowährungen Minimum verdoppeln können. Bei Solana sehe ich das definitiv auch. Und ich sage euch, 1000 Dollar sind da im Bullrun absolut möglich. Das ist meine Einschätzung. Wenn ihr dann seht, es sind jetzt momentan 62 Dollar, für den ihr einen Solana bekommt, ist das doch lukrativ. Aber wenn wir gerade beim Thema Tokenomics sind, Maximum Supply und solche Sachen, dann kommen wir gleich rüber zu Casper. Ihr wisst, von Casper bin ich nun wirklich absolut überzeugt. Diese Kryptowährung rasiert wirklich alles momentan. Und das kann für mich das nächste Solana werden. Natürlich nicht das, was die Kryptowährung im Kern betrifft. Da sind die beiden ja absolut unterschiedlich. Casper, eine Layer 1 Blockchain, die sich am Protokoll des Bitcoins orientiert. Aber das Ganze, und das ist Fakt, das sagen auch viele Bitcoiner, viel, viel besser macht. Und zwar hat es das Blockchain-Dilemma gelöst de facto, was Skalierbarkeit, Dezentralität und Sicherheit angeht. Irgendwo bleibt bei diesen Sachen immer eins auf der Strecke bei den herkömmlichen Kryptowährungen. Bitcoin hat ja da versucht oder macht mit dem Lightning-Netzwerk, mit der Implementierung da Fortschritte. Trotzdem da immer die Sicherheit so ein bisschen noch nicht ganz wirklich das, wo sie hinwollen. Doch das DAG-Protokoll auf Casper hat dieses Problem gelöst und macht die ganze Sache skalierbar, sicher und auf jeden Fall dezentral. Caspers All-Time-High war erst am 19. November. Wie gesagt, gefühlt kennt die Kryptowährung nur einen Weg und das ist nach oben. Einen Monat 160%, also seit einem Monat 160%. Die Kryptowährung ist sehr, sehr frisch auf dem Markt, hatte kein ICO. 2026 werden 98% der Casper-Coins auf dem Markt sein. Coins, weil es eine Layer 1-Blockchain ist. Aber wir gehen jetzt auf den Bericht ein und der trifft es nochmal auf den Punkt. Casper, die neue Hoffnung auf finanzielle Freiheit in der unterdrückten Welt. Hier wird auf die Thematik, dass das Finanzsystem immer mehr verstaatlicht wird. Auch mit den CBDCs, die dann irgendwann kommen werden mit Sicherheit, wovon wir sicherlich alle keine Fans sind, kann rein theoretisch alles passieren. Sie können dir dein Geld wegnehmen. Sie können ein Verfalls, also was heißt sie, der Staat natürlich, sie können ein Verfallsdatum an das Geld ankoppeln, dass man sagt, der Staat, sage ich jetzt mal ganz einfach gesagt, braucht Geld, braucht liquide Mittel, bis Ende des Monats muss so und so viel oder verfällt so und so viel Geld, dass die Leute es ausgeben. Es kann geografische Grenzen geben, dass das Geld nur in deiner Region, das ist alles nur theoretisch, alles nur ein bisschen Aluhelm-Gedenke. Aber es kann passieren, dass sie sagen, es kann nur noch geografisch in deiner Region verwendet werden, dass man nicht mehr so viel reist, dass man, ja, weiß ich nicht, das Klima irgendwie damit schützt, wie es hier in diesem Bericht heißt. Kryptowährungen als alternatives Zahlungsmittel werden in Zukunft immer wichtiger und bieten dort auch ein Stück Freiheit. Es ist einfach Fakt und wir sind hier so früh dran, wie das Modem in den 90er Jahren, wer sich dran erinnert. Ich weiß, ich sehe nicht so alt aus, aber ich erinnere mich noch dran. Und so früh sind wir hier dran. Man ahnt noch nicht, was hier in 10, 15 Jahren mit der Blockchain-Technologie, mit Kryptowährungen alles passiert und möglich ist. Das ist gekommen, um zu bleiben und immer mehr Institute, immer mehr Banken öffnen sich dem jetzt und das ist nun mal Fakt. Kommen wir rüber in den Bericht, sind sie auf Casper eingegangen. Diese Kryptowährung ist wirklich, sagen sie, das Maß aller Dinge und das sehe ich genauso. BlockDAG, eine Lösung für das Trilemma, hatte ich ja gerade schon mal gesagt, was Casper damit löst. Die Verwirklichung dieser Technologie spiegelt sich in einer neuen Kryptowährung namens Casper wider, die als Open-Source-Projekt von Idealisten im Einklang mit dem Gründungsprinzip von Bitcoin konzipiert wurde. Obwohl sich Bitcoin als First-Mover-Vorteil rühmt, räumen begeisterte Enthusiasten inzwischen ein, dass Casper Bitcoin in technischer Hinsicht übertrifft. Manche behaupten sogar scherzhaft, dass Bitcoin lediglich als Testnetzwerk für Casper gewesen sein könnte. Naja, das lassen wir jetzt mal so ein bisschen stehen. Casper, die weltschnellste Proof-of-Work-Kryptowährung,
bietet gleichzeitig Dezentralisierung, Sicherheit, Skalierbarkeit, wie ich schon mal sagte. Die Blockgeschwindigkeit von Casper ist atemberaubend mit 10 Blöcken pro Sekunde. Damit stellt sie als Layer 1 Blockchain einen Weltrekord auf und das soll immer weiter angepasst werden. Irgendwann werden es 100 Blöcke pro Sekunde sein. Genau, die Geldmenge von Casper ist auf 28,7 Milliarden begrenzt und 2026 werden davon 98% am Start sein. Was ich vorhin noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob das ein bisschen untergegangen ist, weil ich sage Solana und Casper, also Casper wird das neue Solana, ich denke vom Kurs her, das habe ich, glaube ich, vergessen zu sagen, manchmal quatsche ich und dann komme ich auf das Wesentliche gar nicht. Ganz ehrlich, da bin ich fest von überzeugt, warum nicht? Diese Kryptowährung hat das Potenzial und hat noch keinen Bullrun mitgemacht. Und bis 2026, bis der Bullrun am Start ist, oder 25 meinetwegen, 25 eher, wisst ihr, wie viele Casper-Coins da im Umlauf sind? Um die 95%. Und der Hype ist noch nicht, der ist noch lange nicht vorbei. Das ist nur der Anfang. Und ich konnte Gott sei Dank Casper bei 5 Cent gut einkaufen, habe auch schon ein bisschen Gewinne mitgenommen und hoffe trotzdem, dass da nochmal runterkommt. Im Zuge der Korrektur, die nochmal kommen wird, wo Bitcoin immer, das hat er immer gemacht, warum soll er das nicht tun, 30-40% nochmal korrigiert hat, wird auch Casper mit runtergehen. Hoffe ich doch zumindest. Und dann haue ich da auch nochmal richtig was rein. Also wie gesagt, diese Kryptowährung müsst ihr auf dem Schirm haben. Und wenn ihr auf Casper, auf Solana, aber auch auf kleine Kryptowährungen Bock habt, empfehle ich euch wirklich Pionex oder BitGet, meine Partnerbörsen, euch zuzulegen. Dann braucht ihr eigentlich keine anderen Börsen mehr. Die sind auch reguliert. Ihr macht hier auch KYC-Verfahren, Know Your Customer, das auf Sicherheit definitiv hindeutet. Und ihr braucht, wie gesagt, keine anderen Kryptobörsen mehr, weil ihr hier alle gängigen Kryptowährungen bekommt. Ihr bekommt auch nochmal auf Spot und Future Trades 15% mit meinem Link hier unten in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, ich bekomme da ein paar Prozente. Das unterstützt meinen Kanal. Das würde mich extrem freuen. Und wenn ich jetzt ja auch irgendwie Trader unter den Leuten habe, das würde mich extrem freuen, wenn ihr BitGet mal ausprobiert und da ein bisschen rumtradet, weil ich da gerne mal ein Feedback haben möchte. Viele Trader, die schon auf BitGet traden über meinen Link, sind sehr, sehr positiv, schreiben mir, dass das echt extrem gut funktioniert und sie da immer wieder auch Margen rausziehen, die ganz ordentlich sind. Haut mir das mal in die Kommentare. Also Trader, bitte auf BitGet und jeder, der normal in Kryptowährung investieren möchte, kann ich Pionex nur empfehlen. Die App fürs Handy auch super simpel zu bedienen. Okay, liebe Freunde, das war's für den Samstag. Samstag ist heute, oder? Genau. Lasst mir sehr gerne einen Kommentar, ein Like da, wenn euch mein Content hier gefällt. Bis zum nächsten Mal. Peace. Drum hinterlass ein Like und auch ein Kommentar. Lass meine Glocke klingeln, so wie bei einem YouTube-Star. Crypto Night Doll, für euch bin ich nachtaktiv. Bleib up to date, denn jeden Tag geht etwas schief.